Willkommen bei der Galerie Thomas. Wir freuen uns, dass Sie mit uns die Ausstellung von Fernando Botero anschauen wollen. Ein Künstler, den wir seit 20 Jahren vertreten, hier in Deutschland und mit dem wir doch viel gemacht haben im Laufe der letzten 20 Jahre. Es gibt immer wieder Ausstellungen, die heißen Celebrate Life. Denn Fernando Botero ist wirklich ein Maler, der das Leben feiert. Seit den 60er Jahren hat er im Prinzip die Bordellszenen aufgegriffen. Diese Stimmung der Interaktion und Nicht-Interaktion, gleichzeitigen Isoliertheit der Figuren. Dieses Bild ist aus den letzten zwei Jahren, aus den Karnevalbildern. Der Karneval in seiner Heimat Kolumbien, in der Art und Weise, wie er dort gefeiert wird. Und natürlich ist das wieder eine Serie von Arbeiten, die dem Künstler die absolute Freiheit der Farbe erlaubt. Und sein Anspruch ist es, wenn er eine Orange malt oder wenn irgendein Künstler eine Orange malt, sofort zu wissen, von welcher Künstlerhand diese Orange stammt. Denn man sieht ganz deutlich, es geht ihm um das Volumen und um die Komposition. Er sagt selber, wenn ich eine Orange male, dann esse ich die Orange und dann male ich sie erst dann. Denn es geht nicht um die Wiederholung der Wirklichkeit, sondern es geht um die bildnerischen Elemente und um die Komposition. Und er hat viele Bilder gemalt, die zurückgreifen auf die Motive der alten Meister. Aber er legt sich in Van Goghs Bett und referiert auf das Bild, das berühmte Bild von Van Gogh, das dessen Zimmer in Aal zeigt. Fernando Botero ist nicht nur für seine Malerei bekannt, er ist genauso bekannt für sein plastisches Werk. Er hat seine Bronzen geschaffen und hat sie in allen großen Städten der Welt gezeigt. Auf den großen Prachtstraßen, auf den großen Plätzen standen seine 3 Meter großen monumentalen Skulpturen. Es gibt kaum einen Künstler, der international so bekannt und gefragt ist wie Fernando Botero. Botero hatte letztes Jahr große Ausstellungen in Shanghai und in Peking im Nationalmuseum. Er hatte die Monumentalskulpturen auch in Hongkong und das asiatische, indonesische Publikum ist wirklich ein ganz großer Fan seiner Arbeiten. Viele von Ihnen werden die großen Zeichnungen auf Leinwand kennen oder die großformatigen Zeichnungen auf Papier. Er hat einen unglaublich expressiven Strich damals gehabt, der hier jetzt einfach im Alter ein wenig mehr Raffinesse hat, etwas ausgearbeiteter ist, indem er aber diese ganze Kenntnis und Qualität und Erfahrung des Künstlers sieht, Gewichte zu setzen, Schattierungen zu setzen, den Strich zu differenzieren.